Hallihallo, Hallöchen, moin moin und herzlich zu diesem kleinen Video, der Wolkenspielplatz. Wir versuchen jetzt gerade Balkon rauf in die Schranken zu weisen, aber Pazu möchte ihren Geburtstag zum zweiten Mal dieses Jahr feiern. Also, was muss in diesem Dungeon explizit gemacht werden? Wie in der einsamen Bastion oder auch im Tempel der Winde kennt ihr zwei Dudes. Ihr müsst sie beide besiegen. Turm des Muschins haben wir sowas ähnliches auch. Hier bekommt der eine nun ein Schild, der andere springt weg. Normale Angriffe haben jetzt wenig bis gar keine Wirkung, deswegen müssten wir jetzt erstmal diese Trainingspuppen besiegen. Jede Trainingspuppe lässt eine blaue Orb fallen. Mit der blauen Orb können wir uns mit 1 einfriesen, diese mit 4 fallen lassen und mit der linken Maustaste können wir dem Boss signifikant Schaden zufügen. Die Laser, die ganze Zeit rumschießen, zwingen euch zu tanzen, deswegen am besten einfach drüber springen. Hat der erste Boss kein Leben mehr, springt der zweite Boss zurück und ihr könnt auch diesen einfach klatschen. Sind beide zurück, droppt eine Kiste. In dieser Kiste ist ein Glücksbällchen und ein Heiltrank drin. Also wer auch immer die Kiste als erstes aufmacht, bekommt ein Glücksbällchen und einen Heiltrank. Zusätzlich hierzu erhaltet ihr noch die dynamische Belohnung und die Questbelohnung von einem ganzen Kürbisbonbon. Das war's dann auch schon mit diesem kleinen Guide zu diesem recycelten, zweifach recycelten Dungeon. Wenn ihr richtig Spaß habt, schreibt es mir doch gerne einfach mal unten in die Kommentare.